kommt Frau Mahoney gerade zu mir und fragt mich so, warum sind meine Haare lila? Genau da, wo gerade die ganzen Schüler stehen, da hat diese junge Dame früher ihre Ausbildung gemacht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus dem verregneten Köln und meiner etwas angeschlagenen Stimme. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt. Ich dachte eigentlich, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber anscheinend nicht. Es ist Montagmorgen, 9 Uhr und Schubi hat sich ganz gut gemacht die Nacht. Liegt noch der Steuerkram von gestern rum. Hier geschieht immense Raubtierfütterung. Jules ist... Weiter essen, Großer. Das war eine kleine Portion. Komm, ein bisschen geht noch. Und das von Schubi kriegst du eh nicht. Da kriegst du eh nichts von ab. Lass es dir schmecken, Schubi. So, Freunde, wir sind einkaufen und ich habe gerade diese saftig-knaftigen Aprikosen und Feigen entdeckt. Und ich dachte mir irgendwie, oh, keine Ahnung, vielleicht gönne ich mir heute was. Alter, guckt euch das bitte an. 100 Gramm haben 51 Gramm Zucker. Die ganze Packung hat über 100 Gramm Zucker. Alter, wer kann sich das auf den Hüften leisten? Erklär mir das bitte. Looks is beauty when it's is einkaufen. Wir sind in der Metro und wir brauchen neue Nüdlis, denn sie sind schon wieder leer. Nüdlis sind alle. Das geht nicht, macht Mole traurig. Wir kaufen große Pakete jetzt. Hat denn da seine Karte verloren? Ich habe meine Karte vergessen. Ich habe meine komplette Handtasche zu Hause vergessen. Jetzt müssen wir uns einen Besucherausweis holen. Verdammt. Get home and my wifey is fast am Ersticken an this big rolls. Wir haben sie Sushi mitgenommen und ey, es sind solche Riesenrollen. Mona hat einfach geschlungen und ein ganzes. Eine normale Sushi-Rolle ist so groß. Tja, aber ich zeige euch mal, wie das geht, Leute. Denn wenn eins sicher ist, schlucken kann ich. Oh Gott. Kleiner Joke, aber sehr lecker. Mm. Oh mein Gott. Das sieht ja cool aus. Du mit zwei Doggos. Alleine. Ich hab die zweite Leine vergessen. Aber ihr seht gut aus, Jungs. Ihr macht das. Traumduo. Ich finde, neben Schubi sieht Juli einfach riesig aus. Ja, voll. Also irgendwie doppelt so groß nochmal gefühlt. Kommt, Jungs. Los. Abmarsch. Schubi, komm. Weiter geht's. Jetzt geht's nämlich ab auf die Wiese, Freunde. Die große Hundewiese. Hast du unser Gerät dabei? Sag mal, das Gerät. Oha. Ich hab gerade entdeckt, wie krass. Oha, das wird der weiteste Wurf überhaupt. Was ist das für eine lange Ballschleuder? Haben wir einfach gerade entdeckt in unserer Schublade. Das haben wir noch nie benutzt. Krass, das wird gleich richtig getestet. Cool. Freunde, jetzt haben wir die beiden einfach mal sich selbst überlassen. Aber guck mal, Juli ist lieb, weil er könnte ja jetzt so losrennen, aber er bleibt irgendwie so durch den kleinen Widerstand. Er wartet. Schubi, komm. Guck mal, Schubi. Juli, jetzt komm doch mal schnell. Ball, Wiese, Schubi, komm mit. Na kommt, Jungs, kommt. Ja, super macht ihr das. Oh, ihr zwei seid schon ein paar Dullis, ne? Aber ey, ihr macht das echt super. Oh Gott, los, Schubi, lauf. Gib Vollgas, Schubi, du machst das. Juhu, Jules, let's go. Ihr macht das super, Freunde. Aber Jules läuft extra so ein bisschen langsamer und Schubi gibt sein Bestes, ne? Ach, ihr Süßen, ne? Können wir ganz kurz festhalten, wie traumhaft dieser Himmel aussieht? Ey, das ist ja der Wahnsinn. Jo, jetzt haben wir die beiden kurz hier sitzen lassen. Jules, entspann dich jetzt mal. Hallo? Und jetzt hat Schubi sich einfach hingelegt. Wir müssen warten, bis die Autos vorbeigefahren sind. Der will lieber ein bisschen chillen. Jetzt gibt's auch ein bisschen Abenteuer für Schubi. Er versucht, die schräge Wand hochzukommen. Schubi, oh, da ist eine Pfütze. Was wird passieren? Schubi gegen Pfütze. Komm, Schubi, weiter. Oh, jetzt, oh mein Gott, Schubi. Agility? Hä? Er ist wieder im Agility-Modus. Zu Hause angekommen, wird hier jemand verwöhnt. Ich finde es immer wieder toll zu sehen, wie viel Vertrauen Hunde in ihre Besitzer haben oder in ihre Familie. Ne? Also das ist wirklich, ja, die wissen, okay, wenn meine Eltern oder meine Leute ihr was machen, dann wird das schon. Da passiert mir ja nichts. Ne? Oh, wir haben gekocht. Boah, das sind aber eine Riesenportion. Ja, das ist mal eine Männerportion. Es gibt Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, Spinat und Spiegelei. Boah, geil. Kindheit. Ja. Geil, das lassen wir jetzt schmecken. Und Hunger. Good morning in the morning. Good morning. In the morning. Schatz, wo sind wir? Im Aufzug. Beim nächsten Termin der Reihe können wir euch noch nicht verraten, aber drückt uns die Daumen. Der Termin jetzt eventuell sehr wichtig. Ja, drückt uns die Daumen. Wir sind im Köln Tower. 5. Stock. Wir lieben Köln. Juhu. Es ist immer so schön und so laut hier. Idyllisch. Freunde, Termin war der Hammer. Kurz, aber knackig. Oh, es ist so windig hier. Hört ihr uns überhaupt? Aber was ihr auf jeden Fall hört, ist, dass wir jetzt ins Café Buo gehen, lecker frühstücken. Okay. Ein paar haben Bescheid gesagt, dass wir jetzt kommen. Wir sind lecker frühstücken, das sieht so saftig aus. Der Typ ist nur am Handy. Das ist eine schlechte Beziehung.
Skandal! Ja, ist es wahr, Leute? Ist es raus? Ist es wahr? Ja. Wir unterhalten uns auch nie, es ist tatsächlich immer nur im Handy. Nein, er hat gerade was Wichtiges beantwortet und Essen ist da. Ich habe Mac and Cheese mit Manti und Feta-Käse. Boah, unfassbar geil. Und Schatzi hat einfach nur 5 Rühreier mit Feta. Eiweiß. Also, wir haben jetzt aufgegessen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe es mir sogar einpacken lassen. Aber wir haben uns gerade überreden lassen, noch einen Nachtisch zu nehmen. Jetzt kriegen wir einen Cookie Dough mit Vanilleeis und Nutella. Aber meine Hose platzt gleich schon. Übrigens, Freunde, wisst ihr, was uns gerade auffällt? Da, genau da, wo gerade die ganzen Schüler stehen, da hat diese junge Dame früher ihre Ausbildung gemacht. Also so jetzt ein paar Jahre zurück und da habe ich jetzt mitgestanden. Ja. Und mein Butterbrot gesnackt. Verrückt, ne? So schnell kann sich alles tun, Leute. Und das nur dank euch. Wir danken euch von Herzen. Wir haben vergessen, den Nachtisch zu zeigen, Leute. Aber es war wirklich eine süße kleine Cookie-Dough-Portion. Und war unfassbar köstlich. Also das ist wirklich, das ist perfekt gewesen. Super. Okay, Freunde, der allgegenwärtige All-Inclusive-Ingwer-Shot bei Café Bohr. Wenn ihr hier seid, müsst ihr den trinken. Der fetzt euch alles weg. Aber ich sag euch, morgen werde ich fit sein. Wie ein Turnschuh. Krankheit, adieu. Du merkst instant, dass alles abgetötet wird, was geht. Und ich habe klugerweise mich dem entzogen. Ja, ihr Essen ist gleich da. Vlog. Vlog. Hallo. Und ihr habt schon gesehen, wir haben Besuch. Ich weiß gar nicht, ob wir heute schon gevloggt haben, aber der Besuch ist fast zu Ende, denn wir essen und dann sind die 3, 4, 5 schon wieder weg. Wie geht's dir? Gut. 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 Wie schmeckt das Essen? Lecker. Lecker. Oh, stimmt. Oh, hast du schon mal einen Unfall in den Tunnel gesehen? Nein. Ja, genau so. Guten Morgen. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Genau. Wie geht's Ihnen so? Ja, mir geht's gut, aber ich versuche die Scheiße wegzukriegen. Oh mein Gott, bist du am Schwitzen. Sehr gut, ja. Nee, es geht ihm eigentlich an sich gut. Aber was bei uns die ganze Zeit noch ist, ist so verschleimt und einfach so dieses, wir wissen jetzt gerade einfach nicht, ob es echt noch am Kränkeln ist oder ob es wirklich einfach die Allergie ist, die jetzt schon kickt. Deswegen, ja, macht er jetzt auf jeden Fall mal das Bad und dann schauen wir mal. Es scheint zwar schön die Sonne heute, aber es liegt einfach schon wieder Schnee, Freunde. Schon wieder Schnee. Ich kann nicht mehr. Also ich wirklich ernsthaft. Ich kann nicht mehr. Da haben nicht mal die Hunde mehr Bock drauf. Kommt Frau Mahoni gerade zu mir und fragt mich so, warum sind meine Haare lila? Und sie hat tatsächlich recht. Warum auch immer sind ihre Haare lila hier vorne? Aber warum? Was hast du angestellt? Wo warst du? Wo waren sie? Ich habe sie erwischt. Wo waren sie? Nee, aber ernsthaft, sie sieht voll krass aus. Auch gerade in der Kameraeinstellung. Lass mal. Da. Hier links, rechts auch. Zeig mal. Oh no, schick direkt mal deiner Friseurin ein Bild. Was hast du getan? Der heutigen Generation. Oha. Sag mal so, vor einem halben Jahr hätte meine Frau das noch nicht so locker gesehen. Ich bin stolz auf dich, Babe, wirklich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Danke. Stark. Freunde, was geht? Wir haben ein kleines Problem, denn der Cupra ist ja eigentlich in der Werkstatt, aber anscheinend dauert es jetzt irgendwie länger als geplant oder eigentlich brauchen wir ab heute wieder die 2 Autos. Deswegen versuchen wir jetzt gerade einen Leihwagen zu bekommen, aber keine Ahnung, ob das so funktioniert. Wir hoffen mal das Beste. Ich bin auf jeden Fall jetzt kurz auf dem Weg zu Rossmann, denn ich brauche ein neues Zeug für die Haare. Ich hätte gerne, also ich benutze aktuell Buda und Haarspray. Ich würde gerne irgendwie Wachs wieder benutzen, keine Ahnung, hätte ich glaube ich mehr Bock drauf. Ja. Okay, das ist jetzt halt wieder das Ding, welches man nimmt, ne? Wenn ihr Empfehlungen habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ich probiere jetzt irgendwas, keine Ahnung. Okay, ich habe mich jetzt für die beiden entschieden. Hier steht drauf, dass es ein bisschen weniger Glanz hat, das finde ich gut. Keine Ahnung, I try it. So, und dann nehmen wir noch ein 50% Proteinbar mit 50 Gramm Eiweiß. Maschallah. Hallöchen, ihr Lieben. Es ist 1.44 Uhr. Wir trainieren. Ja, und das war's mit dem Vlog. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch 2 oder 3. Wir haben euch ganz so lieb, eure Mahonis. Und schreibt gerne auch mal was Nettes in die Kommentare, Freunde. Bis dann. Oh Gott, ich bin geflasht von dir. Gott, es hat gematcht mit dir.